Ja, hallo und willkommen zu Fairtube und der YouTubers Union. Unser Video vom letzten Freitag ist unglaublich gut eingeschlagen. Wir haben schon mehr als 200.000 Views auf die englische und 70.000 Views auf die deutsche Version. Wir haben über 6.000 Kommentare bekommen und das Like-Dislike-Verhältnis ist einfach unglaublich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ja, in der Zwischenzeit haben wir die Briefe förmlich zugestellt an Google in Deutschland, aber auch Google in Irland, die ja für die EU zuständig sind, und natürlich auch nach Kalifornien. Wir sind sicher, dass die Briefe mittlerweile eingetroffen sind und wenn nicht, dann werden sie sehr bald eintreffen. Eine Reaktion haben wir allerdings noch nicht bekommen. Dafür haben wir eine riesige Masse an Presse bekommen, also in Deutschland jede Menge Artikel, aber auch in den USA, sogar die ganz großen Wirtschaftsmagazine haben über uns berichtet. Wir haben sogar Abdeckung in China gehabt, obwohl man da YouTube gar nicht sehen kann. Ja, und die Reporter haben natürlich unheimlich viel Druck auf YouTube ausgeübt und wollten unbedingt wissen, was YouTube dazu zu sagen hat. Irgendwann haben die sich dann tatsächlich durchgerungen, ein Statement rauszudrücken. Aber das ist genauso nichtssagend und nutzlos wie die typischen Messages, die man bekommt, wenn YouTube mal wieder ein Video gelöscht hat oder gesperrt hat. Ja, dann haben wir ja die Webseite fairtube.info gelauncht. Die sieht zwar sehr schmucklos aus, ist aber trotzdem richtig gut, weil es gibt jede Menge interessante Informationen. Es gibt nicht nur die Argumente des Tages, die ich ziemlich interessant finde und die auch viel Arbeit machen, sondern es gibt auch den bösen Zähler, der genau zeigt, wie viel YouTube noch Zeit hat. Und schlussendlich gibt es auch die ganzen Links zu den Presseseiten und ich empfehle jedem, sich das mal durchzulesen. Hochinteressant, was die Fachpresse über unser Vorhaben denkt. Ich sagte schon, wir haben ja 6.000 Kommentare gekriegt bis jetzt, die meisten davon total supportive und positiv. Aber es gab auch ein paar Leute, die, sagen wir mal, Bedenken hatten oder haben und es gab auch ein paar Fragen. Und wir wollen uns jetzt mal die Mühe machen, auf diese Dinge mal einzugehen und noch ein bisschen mehr zu erklären, wie wir uns das alles vorstellen und was dahinter steckt. Das mache ich zusammen mit den Kollegen von der IG Metall. Und an die übergebe ich jetzt auch erstmal. Ein paar der Fragen und Statements werde ich dann aber am Ende auch wieder selbst abgeben. Jetzt aber erstmal rüber zum IG Metall Tower in der Frankfurter Innenstadt. Mein Name ist Robert Fuß. Ich arbeite beim Vorstand der IG Metall hier in Frankfurt im Projekt Crowdsourcing. Hi, ich heiße Sixel und ich arbeite auch hier im Projekt Crowdsourcing in der Vorstand IG Metall. Ich komme aus Kalifornien und arbeite hier in Frankfurt bei der IG Metall seit 4 Jahren. Bei uns sind einige Fragen eingegangen, seit wir die Kampagne Fairtube gestartet haben. Und auf diese Fragen möchten wir heute ein paar Antworten geben. Genau, die erste heißt, ja, eure Forderungen, ja, das mag alles gut und schön sein für YouTuber aus Deutschland oder aus der EU, aber was wird mit den anderen YouTubern, zum Beispiel aus den USA und auch anderen Ländern? Okay, ich kann verstehen, dass du als Amerikaner eine solche Frage stellst, aber so wie wir hier gerade zusammen aktiv sind, ist das auch so, dass wir für alle YouTuber kämpfen. Wir wollen klare Regeln, wir wollen Transparenz, wir wollen, dass die Menschen respektiert werden, die Videos auf YouTube hochladen. Und da spielt es keine Rolle, aus welchem Land oder von welchem Kontinent man kommt. Wir haben klare Ziele und zwar für alle. Jetzt eine rechtliche Frage. Ich will aber gar kein Angestellter von YouTube sein. Musst du auch gar nicht, wenn du das nicht willst. Unser Ziel ist es ja nicht, alle YouTuber zu Angestellten zu machen. Aber die YouTubers haben YouTube mit aufgebaut, sie haben Rechte und wenn YouTube seine Partner nicht fair behandelt, dann muss auch völlig klar sein, sie müssen die Konsequenzen tragen aus dem, wie sie sich verhalten. Ja, YouTube ist ein privates Unternehmen. Sie können damit tun, was sie wollen. Ihr könnt ja eure eigene Plattform aufbauen, wenn es euch bei YouTube nicht gefällt. Naja, die eigene Plattform aufbauen, das ist nun auch nicht so einfach. Hinter so einer Plattform stehen milliardenschwere Investitionen. Das Geld müsste man erstmal zusammenkriegen. Der nächste Punkt ist, YouTube ist fast ein Monopol. In Deutschland laufen 80% der Videos auf YouTube. Etwas daneben zu setzen und zu gucken, dass das auch die gleiche Verbreitung findet, das geht nicht so einfach. Und deshalb ist unser Ansatz zu sagen, die YouTuber, die die Videos hochgeladen haben, das ist der Kern von YouTube. Die haben Rechte, die müssen respektiert werden. Ja, danke Kollegen. Ich sehe das ganz genauso. Es ist einfach, wäre unmöglich, sowas wie YouTube nochmal neu aufzubauen, weil das würde eine gigantische Menge an Geld kosten und viele Jahre dauern. Also das ist im Moment einfach keine Alternative. Wenn wir schon von Alternativen reden,
Jetzt sagen natürlich die Leute wieder, ja, dann geht doch zu den alternativen Plattformen, BitChute, Vimeo und wie sie alle heißen. Naja, ich möchte nochmal darauf zu sprechen kommen, dass für professionelle Creators, also für größere YouTuber, die auch auf ein Einkommen angewiesen sind, dass eigentlich im Moment keine Alternativen sind. Ich will euch auch gerne erklären, warum das so ist. Zuerst mal ganz platt, da gibt es kein Geld zu verdienen. Also auf den allermeisten Plattformen gibt es kein Einkommen. Es gibt kein Modell, wo man an Werbeeinnahmen beteiligt wird. Die meisten haben noch nicht mal Werbung auf ihren Seiten. Von daher, das ist schon mal das erste Problem. Das könnten vielleicht ganz große YouTuber lösen, weil die auch Möglichkeiten haben, zum Beispiel über Sponsoren Geld zu verdienen oder genügend Fans haben, dass man so mit Patreon oder mit anderen Donations Geld verdienen kann. Aber für den ganzen Mittelbau und für die kleinen YouTuber ist das eine absolute Katastrophe, weil die das Geld auch brauchen, allein schon um die Videos zu finanzieren, geschweige denn um davon zu leben. Also von daher, für die großen Creators, das könnte im Prinzip gehen, aber leider kommen diese Plattformen für die großen Creators aus anderen Gründen nicht in Frage. Und welche das sind, das erkläre ich euch jetzt gern. Fangen wir mal erstmal damit an, dass man verstehen muss, dass ein großer YouTube-Kanal, um weiter zu existieren, ständig neue Subscriber und Zuschauer braucht. Das ist nämlich so, dass einige von den alten Subscribern irgendwann mal das Interesse verlieren an dem Kanal. Die schauen sich dann eben andere Dinge an. Das bedeutet, wenn ich nicht ständig neue dazu gewinne, dann fange ich an zu schrumpfen. Und neue gewinnen kann ich nur auf Plattformen, die erstmal viele Besucher haben, wo es einfach viele Leute gibt, die sich potenziell für meine Videos interessieren. Und auf der anderen Seite ein Empfehlungssystem, was es den Leuten auch erlaubt, meine Videos dann zu finden. Die meisten sogenannten alternativen Plattformen haben aber gar kein Empfehlungssystem. Und was keine dieser Plattformen hat, ist genügend Traffic. Das heißt, auch ein Empfehlungssystem nützt mir gar nichts, wenn einfach nicht genügend Leute vorbeischauen. Dann finde ich dort keine. Ein großer Kanal, der sich also nur auf eine solche Plattform ohne viel Verkehr und ohne Recommendation Engine konzentriert und alles andere sein lässt, ja, der ist zum Tode verurteilt. Der wird immer kleiner und irgendwann in die Bedeutungslosigkeit abrutschen. Dann haben wir natürlich noch das Problem der Bandbreiten. Wenn jetzt ein großer YouTuber ein Video hochlädt, dann gibt es in den ersten paar Minuten zigtausend Zugriffe auf dieses Video. Und das muss ein Server erstmal schaffen. YouTube hat dafür die Kapazitäten, die haben aber dafür riesige Farmen aufgebaut mit, weiß ich nicht, wie viele Tausenden und Abertausenden PCs, die das machen. Aber die kleineren Plattformen haben das nicht. Die brechen unter einem solchen Ansturm von Anfragen zusammen. Und vielleicht hat das der eine oder andere schon mal gesehen, wenn man das dann macht, dann kommt einfach nichts. Es bleibt dann ewig dieses Nachladerad stehen und der Bildschirm bleibt schwarz. Da sind dann viele frustriert und schauen sich was anderes an. Also die Bandbreiten müssen sehr hoch sein und das hat im Moment niemand außer YouTube zu bieten. So, wie man also sieht, diese Sachen sind keine Alternative für die großen Creator. Für Hobbyleute ist das eine ganz schöne Sache, da wird man eben auch nicht so kontrolliert und kann machen, was man will. Aber für jemanden, der darauf angewiesen ist, damit Geld zu verdienen und einen erfolgreichen Kanal aufrechtzuerhalten bzw. noch aufzubauen, sind das keine Alternativen. Für diese Leute, und ich gehöre letztendlich auch selber zu dieser Gruppe, hat YouTube ein Monopol. Und wenn man ein Monopol hat, dann erwächst daraus auch eine Verantwortung. Und wir fordern, dass YouTube sich dieser Verantwortung stellt und deswegen aufhört, seine Marktmacht zu missbrauchen. Ja, dann haben wir natürlich noch ganz viele Leute, die sagen, ja, was ihr da macht, das ist brandgefährlich, weil das wird ja vielleicht einfach dazu führen, dass YouTube in Deutschland oder in der EU seinen Dienst einfach einstellt. Und dann gibt es hier kein YouTube mehr. Naja, da sind wir doch ein bisschen anderer Meinung. Denn unsere Forderungen sind ja im Grunde genommen vollkommen harmlos. Wir fordern ja nur drei Dinge im Wesentlichen. Wir fordern mehr Transparenz, wir fordern bessere Kommunikation und wir fordern Fairness. Das sind ja jetzt keine Dinge, wo man sagen würde, aus diesen drei Gründen, weil ich das nicht tun will, lasse ich den größten Markt der Welt links liegen. Denn das ist die EU. Die EU hat Millionen und Abermillionen von richtig wohlhabenden Haushalten. Gibt natürlich auch Arme, aber im Durchschnitt sind die EU-Haushalte reicher als die, die man zum Beispiel in den USA hat. Und deswegen ist die EU einfach auch der wichtigste Markt für YouTube. Das werden sie nicht aufgeben, nur wegen unserer milden Forderung. Ja, dann haben wir natürlich noch die Leute, die sagen, das kann nie im Leben funktionieren, das wird nicht klappen, ihr werdet gar nichts verändern können. Also sorry, aber da sind wir deutlich optimistischer. Denn wenn YouTube unseren Forderungen nicht nachkommt und nicht mit uns verhandelt, dann wird das furchtbar teuer für YouTube. Wir müssen sehen, dass die EU nicht gerade zimperlich umgeht im Moment mit den Internetriesen wie Google, Facebook etc. Gerade vor ein paar Wochen musste Google erst 1,5 Milliarden Euro an die EU bezahlen, weil man festgestellt hat, dass die Regeln für die Anzeigenkampagnen unfair sind. Also von daher, das hat Google schon wehgetan, aber das ist nur ein Trinkgeld, verglichen mit den Strafen, die auf sie zukommen, wenn sie sich weigern, Transparenz zu zeigen.
Denn das fordert die Datenschutzgrundverordnung. Sie müssen diese Transparenz an den Tag legen, ansonsten wird es sauteuer. Und selbst führende Experten haben bestätigt, dass wir hier mit unserer Ansicht richtig liegen. Naja, dann darf man ja auch nicht vergessen, dass wir so viel positive Presse bekommen haben, dass irgendwann mal die Aktionäre nervös werden. Und wenn das passiert, naja, dann ist es klar, spätestens dann wird man nachgeben müssen. Denn letztendlich werden diese Strafen und auch der Schaden, der entstanden ist durch das schlechtere Image von YouTube, der muss letztendlich von den Aktionären getragen werden. Und da haben die irgendwann gar keinen Spaß mehr dran. Spätestens dann, wenn diese Sachen auf den Hauptversammlungen zur Sprache kommen, muss YouTube sich bewegen. Und zu guter Letzt haben wir ja noch unsere Shitstorms. Wir haben uns eine super Liste einfallen lassen mit richtig guten Dingen, die wir gemeinsam tun können. Die werden natürlich viel weniger Gewicht haben als die juristischen Dinge, die wir tun werden. Aber eins kann ich euch versprechen, die sind viel, viel unterhaltsamer. Schade, dass ich das möglicherweise gar nicht dazu komme, denn wenn YouTube mit uns verhandelt, dann verschwinden diese Pläne in der Schublade. So, das war's für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut mal bei fairtube.info vorbei. Wäre toll. Und wenn ihr noch nicht Mitglied seid, tretet in die YouTubers-Union ein. Findet die Links alle unten. Danke und bye bye.